ganz danach aus. Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wir haben ja hier unser Rätsel, unsere Prüfung zu absolvieren. Da habe ich ja in der Folge davor schon ein bisschen rumprobiert. Ist mir gar nicht so leicht gefallen. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir das Problem hinbekommen. Also, das erste weiß ich ja noch. Jetzt warte mal. Genau. Das war hier. Und da müssen wir dann, Moment, nur kurz mal Platz machen. Und hopp, der Hund will auf die Couch. Den Wunsch erfülle ich ihm. Okay, jetzt hat. Wir brauchen dieses M-Logo. Genau. Und halt, Moment. Und dann müssen wir das drehen, bis das M kommt. Das machen wir jetzt auch mal. Weiter. Weiter. Okay. Und dann bewegen wir das wieder. Dann haben wir da das M. Genau. Und jetzt haben wir noch das mit der Kugel daneben dran. Eine Hälfte schwarz, eine weiß oder hell. Das bedeutet, wir drehen den Spaß jetzt dahin. Und drehen auch das, dass es passt. Lass mal gucken. Schwarz, weiß. Okay. Und danach drehen wir den ganzen Spaß wieder zusammen. Und ich denke mal, das ist dann richtig. Bitte. Jawohl, alles klar. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Okay, alles klar. Das geht jetzt hier munter weiter mit den nächsten Kugeln. Jetzt brauchen wir hier... Lass mal schauen. Moment, ich muss mal... okay, wir brauchen eine mit so einem Strich und eine mit drei Strichen. Die mit den drei Strichen, das sehe ich schon hier. Ich drehe das jetzt mal und gucke, wie sich das so ergibt. Wo ist denn das? Oh, das ist ja oben. Ah, nee. Okay. Jetzt schau her, alles klar. Eins. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Aber wir sind hier schon richtig. Jetzt können wir das drehen. Dass es hoffentlich passt, oder? Halt, andere Richtung. Das schaut gut aus. Und was war das andere? Ah, okay, das muss dann, warte mal, so nach oben gucken. Halt, aber wenn ich das jetzt drehe, dann drehe ich beide. Das ist falsch. Das bedeutet, jetzt drehen wir das nochmal in die Ausgangsposition. Das ist ungefähr so. Genau. Und dann drehen wir das ganze Kreuz oder diesen ganzen die ganze Kugel weiter, die muss dann so, okay. Wo ist sie? Okay, ich glaube, das ist es jetzt. Wenn nicht, probieren wir weiter. Das kriegen wir schon noch hin. Also da haben wir einmal die drei Striche. Und einmal den einen. Oh, obwohl ich sehe, den Dreier habe ich, glaube ich, ein bisschen versaut jetzt gerade, oder? Dann bessern wir da nochmal nach. Nee, das ist auch nichts. Ich muss wieder ganz rüber, weil sonst bewegen sich wieder beide Kugeln. Aber der passt eindeutig. Und den stellen wir so. Okay. Jetzt wieder rüber. Oh, ich bin schon zu weit. So, und? Nee, irgendwas mache ich da gerade falsch. Aber das schaut doch eigentlich gut aus hier, oder?
Ah, jetzt ist aber der andere, hat sich leider auch wieder verstellt. Verdammt. Den muss ich irgendwie so einzeln drehen. Okay, aber jetzt. Na bitte. Jetzt haben wir es. Okay, da kriegen wir auch schon eine Bestätigung vom Sam. Ah, ich fahre immer ein Stück zu weit. Nee, doch nicht jetzt. Und jetzt wird es klappen, alles klar. Ich hab's. Jetzt kommen wieder Piraten wahrscheinlich. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Okay, 8 von 12. Da haben wir einmal das Zeichen und nur ein Zeichen, kann das sein? Wir drehen einfach mal weiter hier schön gemütlich. Schwierig. Ah, das ist interessant. Das muss man so drehen, dass es auch passt. Okay, jetzt ist es so. Ja, dann schauen wir mal, wenn es da ist. Dann drehst du es einfach mal um die Hälfte. Und dann passen wir das so lange an, bis es in Ordnung ist. Okay, und wir schieben es wieder rüber. Okay, das passt. Aber dann ist noch eins hier. Alles klar, okay. Wie weit müssen wir das schieben? Okay, machen wir auf den Kasten. Drehen. Du hast es. Jetzt. Hoppala. Ja, sehr cool. Das ist ein wirklich cooles Rätsel. Richard Wand, Edward England, Thomas. Mega geil. Das ist ein super cooles Rätsel. Hey, Moment mal. Das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha. Schon seltsam. Alles klar, also eine Statue fehlt anscheinend. Geh mal dahin, der Sam schaut dir genau in die Richtung. Okay, gedacht, da kann man vielleicht wieder was drücken. Oder quetschen. Ach, da sind überall, das schaut alles gleich aus. Okay, da ist noch der Wasserfall hier. Ich muss nochmal gucken. Da, da ist eine... Sind wir daher gekommen? Ich weiß nicht mehr. Jetzt gehen wir einfach mal da rein. Ah ja, okay, alles klar. So, drück das mal. Geht wahrscheinlich nach. Und oben, okay. Okay, wohin jetzt? Wow, cool, oder? Also, ich sag's ja in jeder Folge, das Spiel ist einfach grandios und klasse umgesetzt. Es macht einfach nur Spaß zum Spielen. Weißt du, ich glaube langsam unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Okay. Puh, das geht ganz schön tief runter. Was müssen wir machen? Oh, ey, hoppala. Müssen wir da runterspringen? Ne, hier eher rauf. Genau, sehr gut. Also Nathan, und sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Okay. Wo lang? Da kann man schön in den Baum reinspringen oder in diesen Stein. Wow, da ist auch wieder was. Aber... ich glaube, wir müssen nach oben. Ich laufe jetzt einfach mal nach... oder ich hangel mich weiter nach oben. Oder wir spielen zusammen. Dann da kann man sich bestimmt gleich schön runterlassen. Ja, ich habe auch schon den Hinweis gesehen. Hoppala, falsche Taste. Zack. Heilunsicher unten angekommen. Schön. Okay, komm runter. Der da? Da ist er schon. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain.
Okay. Da kann man runterspringen, das ist nicht hoch. Mal gucken. Jetzt haben wir die Möglichkeit da lang. Oder da lang. Ach, da sind wir hergekommen tatsächlich. Da ist ja das Boot irgendwo, oder? Ja, da ist es ja. Cool. Wahnsinn. Kaum spielt man 2 Stunden, kommt man wieder zum Boot zurück. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder zurück wollte, müsste ich den ganzen Hardshell nochmal machen. Was jetzt für uns wiederum heißt, wir müssen mit dem Boot weiterfahren. Oder? Weil hier haben wir ja begonnen mit unserer Kletteraktion. Gut, ich traue mich einfach mal. Ich hopp's da runter, komme halt dann da nicht mehr rauf. Aber vielleicht... Das scheint zu passen. Jawohl. Nur... Wo führt uns denn jetzt die Reise hin? Okay. Wir schauen jetzt mal. Das ist ja die große Henry Avery Piratenstatue rausgekommen. Ja, genau. Alles klar. Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Und da schauen wir jetzt mal hin. Entweder wo ist die? Ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. Da ist sie ja. Alles klar. Da ist er. Das nennt man wohl überlebensgroß. Also wirklich geil. Dann gleich mal dahin. Da finden wir bestimmt den nächsten Hinweis. In der Hand hat er ein Fernrohr. Aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Gut, hier sind wir ja eh schon mal irgendwie raufgekommen, als wir in dem Turm waren. Bedeutet, auch hier wird es auch wieder irgendwo raufgehen. Ja, natürlich. Ist derselbe Weg. Den sind wir vorhin schon gegangen. Ich glaube, 1-2 Folgen davor. Wer es verpasst hat, einfach mal drauf gucken. Oder reinschauen. Gut. Und nu? Wo schaut er hin? Wo ist der Schädel? Ja, ist jetzt, ich sehe jetzt da kein wirkliches Ziel, was uns hiermit gezeigt werden soll. Aber das ist auch wurscht. Wir laufen mal zum Sam, weil der ist schon ein bisschen vormarschiert. Und da gucken wir mal, was der so erzählt. Ah ja, okay. Jetzt wird es gleich interessant. Sind wir da? Hey, komm, Sam. Ah, okay, wir dürfen sogar rauf. Nein, oder wir können sogar rauf. Eine Widerrede, komm. Okay. Und jetzt? Und. Ah, vielleicht können wir da durchgucken. Das wäre ja hammercool. Sehen wir hier? Aber ich komme gar nicht rauf. Und dann sehen wir vielleicht, wo er hinschaut. Wow, wie geil. Hier. Eine Insel mit einem schön fiesen und? Sturm. Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Mhm. Ja. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Jetzt beginnt gleich ein neues Kapitel wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht, was ist. Habe ich schon was verbockt? Nee. Das ist alles richtig so. Das war aber jetzt kurz und knackig. Bin mal still. Dann hören wir uns das mal an. Folge 13, Schiffsbruch. Alles klar. Ich muss Wahnsinn. Zum Strand runter. Und wo ist der Bruder hin, genau? Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Vielleicht flussaufwärts. Ich sehe keinen Fluss. Okay. Oh Gott, der ist im ganz schlechten Zustand. Ah, jetzt wird's wieder. Da geht es schon mal nicht entlang. Der läuft aber auch wirklich gerade sehr langsam. Der ist ganz schön geschafft, der gutste Kerl. Oh weh, oh weh. Verdammt! Sam! Sam! Ja, der Bruder ist irgendwie verschollen, jetzt gerade hier bei der Kollision. Oder was das genau war, weiß ich auch nicht, aber war irgendwie sehr undurchsichtig. Na, jedenfalls hat es hier, das heißt ja nicht umsonst Schiffsbruch, die Folge. Wir finden den schon wieder. Wir finden den. Sam, wo bist du? Aber der spielt sich gerade richtig schwerfällig und ja, langsam. Man merkt, er ist geschlaucht, er hat Schmerzen. Oh weh. Das ist ein ganz anderes Spielen jetzt. Der kommt so schlecht voran. Sieht auch irgendwie die Körperhaltung total verzerrt. So, wo ist er? Hier waren wir ja gerade. Jetzt gucken wir da entlang. Rutschen wir bestimmt gleich wieder irgendwo aus, oder? Nee. Ist auch ein Wetter zum Davonlaufen. Auf der Nachbarinsel war es ja gerade so schön. Okay, erstmal weiter nach oben kommen. Okay, erstmal weiter nach oben. Erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Weh, oh weh, oh weh. Er spielt sich ganz, ganz schwerfällig. Gut, nach oben. Das wollen wir uns jetzt auch mal zu Herzen nehmen. Sam, wo bist du? Okay, erstmal weiter nach oben kommen. Ja, erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Dann kann der Moment nicht. Sam, komm schon, antworte mir! Der ist ja wirklich in einem furchtbaren Zustand. Ich sehe auch irgendwie ganz schlecht, Sam, wo ich hin muss. Du? Er sagt nach oben kommen. Problem ist, der kann doch nie im Leben klettern. Ich sehe auch gar nicht, wo der irgendwie raufkommen könnte. Hier wird es vielleicht nach oben gehen. Hä? Das schafft ja keine Übersicht. Ja, liebe Leute, ich werde jetzt hier dann kurz einen Break machen. Wenn ihr wissen wollt, ob der Nate seinen Bruder Sam findet, dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach wieder reinschaltet. Nächste Folge wahrscheinlich morgen zwischen 20 und 21 Uhr. Bis dahin einen schönen Tag noch. Servus.